Geld. So, schauen wir gleich mal, wie es mit der Zufriedenheit aussieht, wenn die Leute alle da sind. Im Angriff habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Müsste das Haus wieder ausgelastet sein? Ihr habt nicht genügend Gold. Hat sich erledigt, ich habe genug Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Interessanter Spruch von dem Typen, oder? Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Warte mal, bis alle da sind. Vielleicht kaufe ich mir einfach noch eine Nahrungsart und dann geht das schon. Das Volk hat eine hohe Meinung. Erhöhe den Angstfaktor und kaufe mir eine Nahrungsmittelart. Das Volk hat eine hohe Meinung. Oh, die Religion greift. Löwenherz hat auch kaum noch Einheiten. Oh, da kommen Tunnelkrebern. Er macht die Mühe, habe ich das Gefühl. Vielleicht werde ich ihn dann gleich mal unterstützen. So, ihr wisst ja, ich mag diese Eisenproduktion. Jetzt brauche ich wieder mehr Leute. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So, mehr geht, glaube ich, nicht. Zwei Bäcker. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute es insgesamt, wie viel wir in der Ausbildung haben können und was weiß ich nicht noch alles. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Fünf. Das Volk hat eine hohe Meinung gesunken. Von euch, my Lord. So. Das Volk hat eine hohe Macht. Ich traue der Religion immer irgendwie nicht. Vielleicht halte ich sie aber trotzdem mal und baue noch eine Kapelle. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Kann ich ihn auch irgendwie unglücklicher machen? Ich könnte unsere Lebensmittelvorräte halbieren. Dahin, euer Gnaden. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Minus 3, wenn ich jetzt die restlichen Nahrungsmittel kaufe, müssten wir ausgeglichen sein. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ja. Keine Veränderung. Und ich gebe ihm mal ein bisschen Geld. My Lord. Oh ja, das ist eine super Eisenaufgabe hier. Wir wissen ja, mit Eisen geht das super gut alles. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. %41, so kann es bleiben. Er hat nicht viele Einheiten. Mit 100 Berittenen bin ich da schon durch. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, fangen wir erstmal mit den Mönchen an, die ich dann brauche. Das ist auch eine gute Defensive. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich überlege gerade, vielleicht sollte ich im
unterstütze mal Saladin. Ich weiß, das ist eine Spielerei, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich brauche ein Haus mehr. Wir benötigen Holz. Ich brauche mehr Holz. Eure Verbündeten. Eine Nachricht von Saladin. Ich habe eure Güter erhalten. Vielen Dank, mein Freund. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Schauen wir mal, wenn wir das jetzt haben. Wir haben schon wieder so eine ziemlich hohe Bevölkerung. Ach, er hat es gebaut. Okay, gut. Dann wird es nämlich gleich lustig, wenn er den besetzt. Darauf habe ich nicht spekuliert. Ja, besetzt es. Dann wird's gut. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Achso, ich wollte eigentlich mal schauen, wie es Naja, egal. Das läuft hier. Das Volk liebt euch, my Lord. Alles gut. Kann man so lassen. Eure Beliebtheit steigt. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Verbündeten. 120. Also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr als er. Das wollte ich nämlich. Wir werden auf jeden Fall von hier oben angreifen. Jetzt brauchen wir 100 Reiter. Al-Hisanu Sari. Das Volk huldigt unser Schatzkammer leert sich. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So. Wisst ihr noch die Mission mit dem Wolf, wo wir so extrem viel Gold verdient haben? Durch das Eisen. Hoppla, das wollte ich nicht. Dass wir nicht mehr hinterhergekommen sind mit dem Ausbilden. Ich hätte gern das Geld von der letzten Mission jetzt. Das war recht viel. Eure Beliebtheit sinkt. Das Volk liebt euch. Ist okay. Ach, schießen die auf das etwa? Er kriegt langsam Truppen dazu, der Löwenherz. Er hat nur ein Katapult, das ist schon mal gut. Unsere Schatzkammer leert sich. Wenn es so weit geht, sehen wir irgendwann mal einen vollen Stack Eisen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ich glaube, das sind drei Reihen übereinander. Ich benötige Vorräte. Würdet ihr mir folgende Güter senden? Ich überlege noch. 20. Ich lasse jetzt mal voll werden, das Ding. Es geht doch so gut. Die kriegen immer 1,5 Mann. Ne, anscheinend immer 2. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ach. Wenn mein Geld doch nur so gut reinkommen würde. Man könnte den ganzen Tag faul sein. Anscheinend gehen 36 Bahnen rein. Oh, es geht noch höher. Es sind anscheinend doch 4. Ich guck dann gleich mal, was Saladin will. Der will bestimmt wieder Stein. 48. Ich glaube, jetzt ist gleich Schluss. Wie gut das läuft, oder? Ein ganzes Ding voll Eisen schon.
Ja, dann ist Schluss. Al-Hisanu Sari. Eure Verbündeten. Naja, irgendwie wusste ich, dass es Steine sein werden. Er kriegt keine, deshalb wird er die jetzt nicht anfragen. Ich unterstütze ihn einfach mal, denn der beschäftigt ihn ganz gut. Und ehrlich gesagt, meine Produktion ist, glaube ich, deutlich besser als seine. Ah, perfekt ist er auch noch nicht. Eure Verbündeten. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eine Nachricht von Saladin. Ein guter Stern steht über uns, mein Freund. Ah, super, dann baut er nämlich das nächste schon. Aber wenn er solche Angriffe macht, wird er nie durchkommen. Der arme Ochse. Der rennt auch noch rein mit seinen Leuten ins Feuer. Komisch, die verbrennen dann, die lösen sich einfach auf. Aber das Gute ist, so wird wenigstens seine Produktion geschwächt. Ach ja. 11 Leute für die Ausbildung, echt gut. Al-Hisanu Sari. Das Volk liebt euch, my Lord. Oh ja, jetzt muss ich mich langsam ein bisschen eilen. 58, das reicht aber noch nicht. Aber ich will nicht schneller machen, weil ich will nicht, dass er wieder asynchron wird. Das ist echt eine bescheuerte Arbeit, das zu synchronisieren, sage ich euch. Macht keinen Spaß. Die Mission ist eigentlich gar nicht schwer. Wie viel haben wir jetzt? Ich würde sagen, mit 100 greife ich an. Obwohl. Ah, ich muss auch unbedingt mal frühstücken. Ich glaube, ich habe vor über 12 Stunden zuletzt mal was gegessen. So, wenn wir jetzt auch noch angreifen, wird er so richtig in die Bedrängnis geraten. Wir werden überfallen! Ja, genau, mach die Mangel kaputt, die ist nämlich scheiße. Danke. Vor der hätte ich ein bisschen Schiss, vor dem Rest hier nicht so. Hat er jetzt noch eine gebaut? Eine Nachricht von Saladin. Ich benötige Vorräte. Würdet ihr mir folgende Güter senden? Nein, gerade nicht. Sehr gut. Gezieltes Feuer ist halt doch immer besser. Als wahlloses irgendwo reinfeuern. Ach so, der hat ja seinen Bergfried jetzt aufgesetzt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Deshalb schießen die nicht so gezielt. Von Richard Löwenherz. Meine Wälle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeile. Pfeile kommen schon. Die ganze Zeit. Erkabitlerie.
Gut ist, er hat kein Geld, um große Truppen nachzubilden. Eure Verbündeten. Was hat denn der mit diesem blöden Stein? Eure Verbündeten. Aber wenn ich ihn unterstütze, müsste er jetzt auch öfter angreifen, glaube ich. Ach gut, das Ding war auch kaputt. Das Volk huldigt euch, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Al-Hisanu Sari. Ach komm schon, Löwenherz, du wirst doch eh verlieren. Ein Kampf Mann gegen Mann hat er nicht mal gegen mich eine Chance. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Warum eigentlich? Ich halte mich für mächtiger als Saladin. Stagnieren die Vorräte anscheinend? Dann sagt er nichts. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, natürlich, ich habe auch verkauft. Okay, ich glaube, ich kann gleich mal... Klang am Katapult. Mit meinen anderen Einheiten anrücken. Wir stehen zu euch. Der Rast ist gerostet. Ach, von mir aus. Macht doch eh, was ihr wollt. Ich greife lieber von der Seite an hier. Erscheint mir am klügsten. Bis die da sind. Die dürften nicht weit kommen. Ist das unsere? Nein, nein, nicht doch. In Eisen liegen. Seht, ich gehe direkt zurück an die Arbeit. Das Gute an dem ist, der kann sogar kämpfen. Nicht gut, aber er kämpft. Gibt übrigens so ein Easter Egg, wenn man den oft genug anklickt, dann singt er, glaube ich, Kleid aus Rosen, wenn ich mich recht entsinne. Oder irgendein anderes Lied war es. Habe ich, glaube ich, aber bisher bloß ein oder zweimal erreicht, dass er es gemacht hat. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. So. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Ja, musst du. Oh, die können auch. Die haben Messer. Achso, ja, okay. Die schwarzen Mönche sind bereit. Hä? Gib mir meinen Stock. Kann man hier durchlaufen? In dem Fall greift da an. Vergib mir. Oh. Ja, mein Freund. Wie kann ich helfen? Sehr wohl. Gott sei mit Ihnen. Der Herr ist allgegenwärtig. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ihr könnt auf uns zählen. Gib mir meinen Stock. Ich gehe lieber hier hinten durch. Da vorne werden sie bloß. Da hinten werden sie bloß wieder von Katapultsteinen von Verbündeten getroffen. Zum Okum? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf?
Ja, mein Freund. Jetzt kommst du an ihn ran. Ah, jetzt hat er verloren. Ja, so sieht's aus, wenn du in den Nahkampf kommst. Ich glaube, der kann uns nichts mehr entgegensetzen. Wird auch schon von beiden Seiten beschossen. So, und die werden jetzt einfach überrannt. Niedergeknüppelt. Los, Brudertack. Mein Glück ist, dass er hell und trennt raus mit seinen Einheiten. Oh, die sind auch schon durch. Wohlgemerkt, das ist mein Verdienst eigentlich. Die Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sand. Ach, das hat er vorgehabt. Von mir aus. Eine Nachricht von Saladin. Ihr kämpft gut, mein Freund. Ihr das ging ganz gut. Sieg für unsere Sache. So, die Wüstenkrieger hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Die wird nicht ganz so heftig wie die 41 hier, hoffe ich doch. Nee, die müsste eigentlich leicht sein. Ja. Also, das war Let's Play Stronghold Crusader für heute. Die Mission ist zwar relativ leicht irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Die hier wird auch noch sehr toll. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.